Gaddafi ist tot, es lebe das Baby von Sarkozy. Es lebe Frontex, es lebe Berlusconi, es leben das Abschieben und die dreckigen Deals. Es lebe die freiwillige Propaganda der Presse, das System der Begünstigungen und der Schirmherrschaften und der Anzeigen. Es leben die harmlosen Leser. Es lebe ihr Vertrauen in die Wirtschaft als Motivation für tiefen Forschungswillen in den Redaktionen. Es lebe der Zeitdruck, das Maulverbot, die selektive Wahrnehmung und die Rekrutierung, die Persuasion, die Jubelpflicht und die naive Hoffnung auf neue Freunde im internationalen Ölbusiness. Gaddafi ist tot. Oh, Gaddafi ist tot. Gaddafi ist tot. Gaddafi ist tot. Vorauseilende Resignation. Es lebe der blinde Koller der Karrieren. Der Karrieren. Es lebe unendliche Heidenangst vor Mangel. Es leben die Milizen und die internationalen Friedens. International. Und die modernen Denker, die nicht zu denken und zu fühlen wagen. Folgen, panisch sie fühlend Freiheit nennen, ängstlich zuzugeben, wie sie das Stürzen fürchten. Ja, 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 Gaddafi ist tot, Gaddafi ist tot, Gaddafi ist tot, Gaddafi ist tot. Terror unsystematischer wirtschaftlicher Unterdrückung. Es lebe die Menschenverachtung und das Fernhalten der Armen vom Wohlstand. Es lebe die Verfütterung der Ressourcen in Übermenge an die, die noch zahlen können. Es lebe das Chaos, die Opfer kommen und opfern sich selbst, das ordnet. Es lebe die Mästung, die Lüge und das Horten. Es lebe der gedrückte Realismus in Krawatten. Es lebe das Geistlose, es hat Recht. Es lebe der Stärkere, ja, sagen wir dazu. Gaddafi ist tot, Gaddafi ist tot. Es lebe der blinde Verbrauch, die blinde Produktion, die blinde Justiz, die taube Presse, die eingestampfte Politik. Er sprach und wohl sie verzicht, der Ohnmacht lebe. Gaddafi ist tot, ja endlich, es lebe.